Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Assassin's Creed Valhalla. Und wir kehren zu Ranti und Heitam zurück. Und, letzte Folge. Einiges passiert. Wenn ihr es verpasst habt, guckt gerne nochmal rein. Denn da ist wirklich ein Plot-Twist passiert, mit dem ich persönlich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Nur so viel. Unser Verbündeter, den wir uns angeloben wollten, der wollte das auf einmal nicht mehr. Er dachte sich, ah, wäre besser ohne uns. Ich mach mal kurz ganz schnell Fertigkeiten. Ich weiß, wir hassen das momentan alle, aber es geht leider nicht ohne. Von da nehmen wir die kurz mit, damit wir wenigstens ein bisschen mehr Stärke haben. Also wir sind eigentlich ganz gut zurechtgekommen zuletzt, muss ich sagen. War ganz okay, aber natürlich geht immer besser. Gucken wir mal, was jetzt auf uns wartet. Wie schön, dich zu sehen. Ja, geht so, ne? Also, schon schön, aber ja. Aber wir sind dort nicht länger willkommen. Ich verkehrte mit König Alfred höchstpersönlich. Der Orden wollte seinen Tod. Er hat sich gewehrt. Alfred? Die Grenze zwischen Freund und Feind scheint unbeständig. Ja. Bündnis geschlossen? Na, jetzt nicht wirklich, ne? Sigurd will mit mir sprechen. Hallo Sigurd? Eivor, die Zeit ist gekommen. Unsere Zeit. Unsere Zeit wofür? Mein letzter Ruhm steht bevor. Dein letzter Ruhm? Ich mag gar nicht fragen, was du damit meinst. Rede ich undeutlich? Meine Zeit in Midgard ist vorüber. Ich will endlich die Hallen meiner Vorfahren sehen. Falls du sterben willst, dann nicht durch meine Hand. Ich rede nicht vom Tod, Eivor. Ich rede vom Leben. Vom Leben und nie endendem Ruhm. Mhm. Ich weiß, dass ich die letzten Wochen im Nebel verbracht habe. Ich weiß, ich spreche Worte, die du nicht begreifen kannst. Doch ich bitte dich nur noch einmal, mir zu vertrauen. Auf meiner letzten Reise, zurück nach Nordwege, um meinem Vater Lebwohl zu sagen und mein Schicksal zu erfüllen. Zurück nach Nordwege? Das muss ich mit Randvi besprechen. Wenn du meinst. Ich erwarte deine Antwort unten am Hafen. Lass mich nicht warten. Okay, der will zurück nach Nordwege. Wir reden mit Randvi darüber. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Da war gerade irgendwas zu sehen. Vielleicht wird es Zeit, nach Nordwege zurückzukehren. Sigurd will seinen Vater sehen. Und wer weiß, was uns dort noch erwartet. Ich hörte im vergangenen Jahr Schlimmes über Styrbjörn. Wenn du gehst, pass auf dich auf. Okay. Ab nach Nordwege, Freunde. Zurück zum Glück. Wir werden jetzt abreisen und zurückkehren, sobald wir können. Gut. Und gebt auf euch Acht, ihr beiden. Okay, okay. Mal wieder mit Sigurd reisen, haben wir länger nicht gemacht. Heute ist ein guter Tag zum Angeln. Ja, oder um mal eben nach Norwegen zu fahren mit dem Schiff. Sigurd. Wollen wir, Eivor? Nach Nordwege und noch viel weiter. Auf nach Nordwege. Gut, gut. Ja, ja. Geh voran. Okay, okay. Gucken wir mal, was uns in Nordwege erwartet, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Segen! 2000 Meter müssen wir segeln. Es ist fast genau wie früher und doch
paar Jahre auf der Insel haben uns stärker geformt als die Jahrzehnte hier, Bruder. Und es ist arschkalt. Älter als in meiner Erinnerung. Ja, schon ganz schön frostig, so wie es aussieht. Ist das eine neue Quest jetzt? Nee. Wir lassen das in der Quest. Wer kann was erzählen? Als ich elf Winter zählte, war ich der jüngste meiner liebsten Spielgefährten. Ein wildes... Haben wir hier eine Map auch? Okay, wir müssen hier einmal quer durch wahrscheinlich. Jeder Hügel und jeder Fjord hier ist jetzt Teil von Harald Schönhaars Königreich. Schon der Gedanke schmerzt mich. Und unser Vater ist sein Narr, der arme Mann. Es war seine Entscheidung. Er hat sich verbogen und brach dabei. Bemitleide ihn nicht. Nein. Viele Monde konnte ich nicht schlafen, weil ich an seinen Verrat denken musste. Ich wünschte ihm das Schlimmste an den Hals. Er verdient nichts als Schande. Schüttle diese Gedanken ab, Sigurd. Der alte Mann ist unsere Zeit nicht wert. Nein. Er soll von derselben Fäulnis kosten, die ich schmeckte. Er soll von dem Ruhm erfahren, den er verpasste, weil er als Schoßhund eines Eroberers hier blieb. Du willst mit ihm sprechen? Ja. Von Angesicht zu Angesicht. Ich sage ihm die Wahrheit. Okay. Bin gespannt auf das Gespräch. Zusammen mit unseren Eltern besuchten wir ein Fest im Heim von Halfdan dem Schwarzen. Bin gespannt. Um unsere Geduld zu schulen, wurden wir an eine alte Frau gegeben, die uns anwies, Fladenbrot zu backen und es den Jarls zu bringen. Alrex Tadir, es blüht auf. Sicher trotz und nicht wegen unseres Vaters. Bist du dir da sicher? Ich werde sagen, was gesagt werden muss. Fürchtest du seinen Tadel? Nein. Ich freue mich darauf. Vielleicht hat der alte Hund seinen Biss ja verloren. Oder vielleicht entzündest du ein Feuer in ihm und wächst sein Hunger mit deinen Geschichten vom Ruhm. Dann würde ich die Flamme schüren, bis er brennt. Zeig mir, was vor uns liegt. Auf ins Langhaus, würde ich sagen, ne? Ist doch ein Langhaus, oder? So, schauen wir mal. Wir sollten gehen. Sieh ihn dir an. Vater. Sigurd? Mein Sohn, Eivor, bei Odin dem Grauen, kommt und lasst mich euch ansehen. Halt. Das ist nah genug. Mhm. Bei Tyrs Blut, was ist passiert? Eine furchtbare Verwundung. Wie geht es dir? Besser als ich aussehe, keine Sorge. Das schreit nach einem Trinkspruch. Eure Reise war sicher lang und kalt. Trinkt, auf dass euer Blut warm werde. Wir sind nicht hier, um zu trinken oder zu feiern. Nur um uns das Wrack eines einst großen Mannes anzusehen. Und was dann? Wieder Krieg gegen König Harald führen? Erhebst du Anspruch auf seine Krone? Ist das dein Plan? Für noch mehr Unheil sorgen? Sei nicht albern, alter Mann. Was sollte mich an diesem eisigen Hinterland interessieren? Mhm. Ich hörte Gerüchte, dass Englerland bereits mehr als genug Könige hätte. Ich dachte, vielleicht wärt ihr zurückgekommen, um... Ich habe alle Träume von der Krone begraben, Vater. Mich erwartet ein größeres Schicksal. Ich bin nur aus einem Grund zurückgekehrt. Um mich zu verabschieden und um dir zu danken. Für dein Versagen. Versagen?
Als Vater, als König, als Mann. Ohne dich hätte ich mein wahres Selbst nicht gefunden. Mein Versagen, wie du es nennst, mein Schwur an König Harald, war der einzig vernünftige Weg für einen Mann in meiner Lage. Und was hast du seitdem gemacht? Hier gesessen, dich betrunken und beweint, was hätte sein können? Ich habe hart dafür gearbeitet, unserem Land Frieden zu bringen, um Haralds Botschaft der Einheit zu verbreiten. Man sagt, du schläfst vor Haralds Bett wie ein Köter, der auf Befehle wartet. Und dass er dein aufgerissenes Maul als Nachttopf benutzt. Du spottest über meinen Dienst für einen großen und mächtigen Mann? Behandelst du so auch deine Untergebenen, Sigurd? Ja, schon. Du armseliger Wurm! Sigurd! Deshalb sind wir nicht hier. Pläne ändern sich. Herzen auch. Meines nicht. Was ist mit dir, Eivor? Ich wünsche dir Frieden auf diesem neuen Weg, den du für dich gefunden hast. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe mich dafür entschieden. Es war der einzige Weg, der nicht zu noch mehr Gewalt, Tod und Leid führte. Dein Vater hätte das verstanden. Er starb, um Ähnliches zu verhindern. Um seine Familie auf Kosten seines Rufes zu schützen. Nein. Mein Vater, er war... Er hat dich geliebt. Mehr nicht. Unfug! Ich habe genug gehört. Sigurd, von dem Tag deiner Geburt an wollte ich nichts mehr als meinen Titel, mein Land und mein Volk an dich zu übergeben. Aber kein Jahr ist wie das nächste. Und mit der Zeit zeigte sich, dass manches unumgänglich ist. Wir waren das letzte Königreich in Nordwege, das sich Haralds Vormarsch widersetzte. Ihm zu trotzen wäre unser Tod gewesen. Das weißt du nicht. Wir hätten kämpfen können. Das hätten wir, ja. Und viele hätten im Kampf ihr Leben gelassen, nur um unseren Stolz zu wahren. Wir werden es nie mit Sicherheit wissen, weil du zu feige warst, es zu riskieren. Richtiges Wort, Gefecht hier. Achte gut auf ihn, Eivor. Und führe ihn fort vom Rand des Abgrunds, wenn du kannst. Er ist mein Bruder, nicht mein Hund. Mach's gut, alter Mann, und diene deinem König ehrenvoll. Okay, okay. Was jetzt? Dieses traurige Kapitel wäre abgeschlossen. Ein Glück. Und nun segeln wir zu fernen Küsten, wo mein Schicksal wartet. Meine Bestimmung. Das Ende meiner Reise. Ich folge dir in dieser Welt, soweit du willst, Bruder. Doch wenn dich dein Weg darüber hinausführt, überlege ich es mir vielleicht anders. Das glaube ich nicht, Eivor. Ich glaube, du wirst staunen über das, was ich dir zeigen werde. Denkst du an deinen Vater? Keineswegs. Ich dachte nur an meine Visionen. Ich bestaune, wie klar sie sind. Wie Erinnerungen an den gestrigen Tag. Beschreib sie mir, deine Visionen. In der ersten sah ich eine große Tür, umgeben von Eis, nördlich von Hörda-Fylki. Der Sagenstein war in den Türbogen eingefasst. Als die Vision deutlicher wurde, öffnete sich die Tür und gab viele Dinge preis. Den Lebensbaum Yggdrasil und die goldenen Felder Valhalls und unsere Götter, die mich Freund, Bruder und Krieger nannten. Ich fühlte mich heimisch unter ihnen. Ihre Liebe wärmte mich. Du solltest wissen, dass du nicht allein damit bist. Auch ich hatte Visionen. Hattest du? Und was hast du gesehen? Schwer zu sagen. Ich sah, wie Odin mich in den Schatten führte. Und ich sah Spinnerinnen, die aus Blut sehen, Schicksale woben. Ich sah den riesigen Fenriswolf, die Zweige des Weltenbaums. Und einen Mann mit... Sprich weiter. Valka warnte mich vor einem großen Verrat. Doch in welcher Form, da
Das kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Ich halte meine Schwüre, das weißt du. Verrat liegt nicht in meiner Natur. Natürlich nicht. Du bist standfest wie eine Säule aus Stein. Komm, mein Schicksal erwartet mich. Okay, okay. Abfahrt. Wie kommen wir da hin? Okay. Jetzt Segel setzen! Die Töchter Aegis segnen unsere Überfahrt. Ja, wir gleiten mit einer großen Ruhe über die Wellen. Was ist mit dem Elfenkönig Elfrid? Wie weit hast du ihn getrieben? Verbiegt er sich? Wird er brechen? Gudrums Heer jagt ihn gerade vermutlich durch Westsexe. Mit etwas Glück treibt er Elfrid bis ins Meer. Seltsam, wie fern mir diese weltlichen Belange erscheinen. Aber wir haben in Englerland so viel erreicht. Und uns erwartet noch so viel mehr. Die Christen sind nur schwerlich Feinde. Sie glauben an einen Mann da oben. Einen, der mit seiner Axt über uns allen steht. Das ist ein starker Antrieb. Wir haben unsere eigene Axt. Wir schlagen damit, wohin wir wollen. Diese Fulke, während meiner Zeit mit ihr, so schmerzhaft sie auch war, zeigte sie mir Dinge. Fulke. Die so seltsam und wunderbar waren, dass ich ihr fast für ihren Vater. Zwar, wenn ich gerade nicht viel rede, aber ich will die halt auch reden lassen. Mit jedem Schlag des Flegels, mit jeder Narbe, mit dem Verlust meines Arms, wurden meine Visionen stärker. Wenn du darin etwas Gutes sehen kannst, schön. Doch sie war so wahnsinnig wie das. Oh, ich hätte auch dadurch gepasst, theoretisch, aber wir fahren mal hier lang. Selbst die Wahnsinnigen besitzen Weisheit. Ihr Jesus war ein komischer Kerl. Nun liebt ihn die halbe Welt. Und an uns glaubte auch niemand, als wir jung waren und unter den Tischen in den Methallen unsere Pläne schmiedeten. Nicht einmal mein Vater. Das ist der Sigurd, den ich kenne. Können wir nicht nach Englerland zurückkehren und beenden, was wir angefangen haben? Nein, vergiss das alles. Die Zukunft liegt vor uns. Großer Reichtum erwartet uns. Ich stehe an deiner Seite, Bruder. Bis zum Ende. Ohne es zu wissen, gibt es, glaube ich, immer mehr Atheisten, gerade unter den Christen. Die werden immer weniger, glaube ich. Also, jetzt so, keine Ahnung, meine Oma zum Beispiel ist noch streng christlich, glaube ich. Also, es geht, sie hat auch Zweifel und dies, das. Aber ich zum Beispiel bin Atheist, würde ich behaupten, auch wenn noch römisch-katholisch, steht es auf dem Perso, weiß ich gar nicht. Aber ist noch bei der Kirchensteuer so eingetragen auf jeden Fall. Muss ich mal ändern lassen, aber kostet auch Geld und momentan verdiene ich nichts und da zahle ich auch keine Kirchensteuer. Ja. Aber ich glaube, das wird immer weniger. Wir müssen weiter! Kennst du die Richtung? Wie mich selbst! Wir schneiden durch dieses Winterkleid wie ein Schwert durch Stroh! Gerade beim Christentum merke ich das. Wenn wir an diesem einsamen Fjord sterben würden. Beim Islam oder so, da wird es, glaube ich, nicht wirklich viel weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Judentum aussieht und bei anderen Religionen, Hinduismus und so, da kenne ich mich viel zu wenig aus. Aber so, das meiste, was ich immer mitbekomme, vom Christentum, immer weniger. Freunde, Quest abgeschlossen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.